Hallo ihr lieben Leutchen und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Die Tür nicht immer verschlossen. Ich bin der Styrian Hedgehog. Der Styrian Hedgehog, bitte. Nicht verwechseln mit dem Styrian, mit Styrian Hedgehog, sondern der Styrian Hedgehog. Ja, ich bin eigentlich beide. Ne? Sag ich einmal. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder zuseht. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Würde mich halt freuen, auf jeden Fall. Wäre toll. Und jetzt gibt es hier Gravol, ja. Ja, ich muss sagen, Alan Wake, tut mir ja leid. Ich habe das ja gestartet gehabt bei meinem anderen Kanal, was da passiert ist. Es gibt ein Statement-Video dazu, warum der Kanal weg ist. Das könnt ihr euch gerne anschauen und euch dann ein Urteil bilden. Und was möchte ich noch sagen? Ja, deshalb ist ein bisschen so Kudelmudel, das tut mir leid, da mit Alan Wake. Ich habe jetzt einmal Robocop fertig gespielt, weil mir das irrsinnig Spaß gemacht hat. Dann die drei Fragezeichen, Ruf der Trolle, weil mir das natürlich auch Spaß gemacht hat. Und ich weiß, dass mir das ein paar Aufrufe gebracht hat und ein paar Abonnenten. Weil ich hatte ja gar nichts mehr. Und ja, jetzt machen wir mal hier weiter. Ich werde das fertig spielen. Und dann werden wir... Dann werde ich es erst wahrscheinlich hochladen. Sonst ist mir das im Moment alles ein bisschen zu stressig und zu viel. Und durch den ganzen. Durch die ganze Kanallöschung YouTubes und so. Ja, ist das alles ein bisschen. Ein Wirrwarr entstanden. So leise. Fühlt sich an, als wäre ich plötzlich taub. Diese alten Leute können ganz schön laut sein. Hm? Macht mir nichts aus. Was wurde aus? Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ja, hier fällt so einiges. Auf zumindest. Fresh Fish. Fish Fresh. Na? Es funktioniert sehr gut. Schau, die Blätter bleiben da alle liegen. Ne? Schön. Out of business. Aber wie kannst du dann hier Fresh Fish geben, wenn out of business? Ja. Ich glaube, das sind jetzt neue Bereiche, oder? Man den nicht überflutet? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich sage, es sind so viele Tage zwischen jetzt immer gelegen. Ich habe zwischen schon mal wieder weitergespielt. Das ist halt ein bisschen. Muss halt wieder ein bisschen reinkommen. Ich sage, es ist halt alles ein bisschen blöd abgelaufen. Habe ich Pech gehabt. Aber. Ja, ich hoffe, dass es wieder funktioniert. Ich hoffe, dass die Aufrufe sich wieder einpendeln, dass das wieder alles wird. Dass wir ein paar Abonnenten auf dem Kanal bekommen. Immerhin ist der Wasserstand wieder zurückgegangen. Ja. Aber die Fische beißen auch nicht besser an. Ich hoffe es halt zumindest. Für mich, für uns alle irgendwie, weil es ja lustig, wenn wir so gemeinsam ein bisschen herumblödeln können. Du solltest wirklich nicht so spät allein hier draußen sein. Machst ja? du Witze? Watery ist die sicherste, langweiligste Stadt der Welt. Ich wünschte, es wäre so. Okay. Ich habe ein paar Sachen da runter geschubst. Ich hatte halt die Hoffnung, dass hier halt irgendwo etwas herumliegt. Wenn schon der Wasserstand zurückgeht, aber vor allem, ich meine, wo geht denn das dann innerhalb von ein paar Stunden so zurück, ne? Da war ja alles überschwemmt, ne? Also. Aber okay. Aber hier sind wir ja immer rübergekommen, also. Können wir, glaube ich, auf der Karte auch schauen, da sollten ja Sachen einzeichnet sein. Da hinten habe ich zum Beispiel ein Kultversteck übersehen. Na, das wird wieder lustig. Aber ich war da ja noch gar nicht neben, oder? Oder doch? Nee. Jetzt muss da hinter dem blauen Stück, weiß ich nicht, da. Noch eine Schließkassette. Hm. Was haben wir denn da? Hau weh. Die Aufgabe mit dem Auto war zu einfach. Hier eine von mir in drei Batterien. B1, B2, B3. Stecken zusammen 1600 Ampere. B2 hat 128 Ampere mehr als B3.
B1 hat doppelt so viel Ladung wie B3. Wie viel Ampere hat B2? Was? Oh Gott, im Himmel. In 3 Batterien stecken da 1000. Also das wird dann wahrscheinlich irgendeine dreistellige Zahl wird es halt sein, ne? Ampere mehr als B3. B1 hat doppelt so viel Ladung wie B3. Wie viel Ampere hat B2? Ja, das ist schon wieder... Oder wie rechnest du das bitte aus jetzt? Es muss ja eigentlich simpel sein. Aber ich vertraue dem Ganzen halt schon nicht mehr, weil wir haben es ja letztens da bei der einen Kult-Ding gehabt, da hat ja dann ein ganzer Satz gefehlt. Und da hättest du dann auch drauf kommen, so zumindest im Deutschen, ne? Boah, ja. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen soll. Ja, 128. Hat 128 mehr als B3. Wir haben insgesamt 3. Oh, das kann ich da rechnen anfangen. Ich scheiß mich an. Mal aufschauen. Wir haben 1600. Ne? Wie geht man das jetzt am besten an? Man, und wir haben 3 Dinge. Wenn ich das durch 3 dividiere, hätte jede. Also das kann schon nicht richtig. Ja, dann kriege ich schon. Das wäre schon falsch, glaube ich. Wenn ich das durch 3 dividiere, kriege ich schon irgendwas mit. Mit periodisch. 3, 16, natürlich 5 mal bleibt 1. Ne? Dann geht es in 10, natürlich 3 mal bleibt wieder 1. Geht wieder 3 mal, bleibt wieder 1, kommt wieder die 0, geht wieder 3, dann also würde das halt anfangen. Ne? Hätten wir 533,33 auf ewig. Ne? Das kann ja schon einmal nicht die Lösung sein, oder? Aber ich wüsste dann nicht, was sonst. Also könnte ich sagen, gut, dann hätte ich eine 533, also könnte ich schon mal sagen, das mal 2. Eine hätte 533, wenn ich das möchte. Das heißt, 533 wäre mal der Standard, dann wäre eine ausgerechnet. Dann müsste ich das mal, weil das jetzt, ja, ist ja schwer. Das mal 2 wäre über 1000. Und dann von dem, dann wäre das nämlich, dann wäre das B1. Aber ist es, kann sowas sein? Ich meine, ich glaube mir es nicht vorstellen. Und ich kann mir dann auf, ja, in meinem Kopf war das jetzt 401, aber das kann es ja nicht sein. Das wird es ja nicht sein. Das kann man nicht vorstellen. Ja, natürlich nicht. Wäre jetzt schon einfach gewesen. Es fängt ja schon wirklich toll an, aber wo ist mein Gedankenfehler? Du hast 1600 auf 3 aufzuteilen. Wie viel Ampere hat B2? Na, wie gesagt, meine Logik wäre jetzt gewesen 1600 durch 3. Das dann mal 2 wäre dann logischerweise B1.
weil es ja doppelt so viel wäre wie B3. Der kann auch nicht stimmen. So, Freunde, noch ein bisschen herumtüfteln, habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze mal wirklich jetzt dann zu googeln. Um mir die Lösung im Internet zu suchen, weil dann, die sind ja wahnsinnig. Ich meine, im Endeffekt, klar, ich bin da nicht drauf gekommen, das ist ja mit diesen Gleichungsscheiß da, mit dem Klammerrechnen und. Am Endeffekt wird das Ganze so erklärt. B1 plus B2 plus B3 ist 1600. Die Beziehung von B1 und B2 zu B3 definiert sich wie folgt. B3 ist x, B2 ist x plus 128, B1 ist 2 mal x. Dies packt ihr in eine Gleichung. 2 mal x plus 128 plus x ist 1600. 4 mal x plus 128 ist 1600. 4 mal x ist 1472. X ist 368. Dann um x klar ist, lässt sich B2 bestimmen. B2 ist 368 plus 128, B2 ist 496. Ich habe selbst jetzt nicht verstanden, aber ist okay. 496 müsste es dann sein. Das gehen wir ein. Ich meine, dann war ich mit meinen 401 ja eh nicht so weit entfernt. Die sind ja deppert. Was bauen denn die da ein? Aber okay. Warum muss ich einen verdammten Mathe-Test machen, um ein Versteck zu öffnen? Was wäre, wenn ich es schnell schaffen muss? Ich kann nicht gut Kopf reden. Ich bin nicht Ada Lovelace. Verdammt. Ich habe das Abendessen versäumt, um dieses Ding zu öffnen. Es war Familienpizza-Abend. Ja, folge mal mich, oder? Ich meine, Freunde. Was denn, dann ist so ein dreckiger Bolzen drinnen. Das ist ein bisschen lame. Das ist ja wirklich ein bisschen lame. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist schon ein bisschen anstrengend, immer mit dieser Falltafel. Ich meine, es ist ein cooles Gimmick, gell? Aber wenn du die, glaube ich, in alle 5 Minuten aufrufen kannst, ist es halt ein bisschen blöd. Oder? Ja, wo waren das jetzt drinnen? Mein Gott, diese Steuerung, man verdrückt sich da halt einmal und dann ist man irgendwo, ich weiß nicht, Fall abgeschlossen. Ich muss Wake den Klicker bringen und diesen Fall abschließen, ehe meine Familie noch weiter hineingezogen wird. Schön. Ja, ich habe keine Ahnung, wir sind halt auf jeden Fall fertig. Ich habe gedacht, das Kultversteck kann ich dann, ja, scheiß drauf. Waffenverbesserungen haben wir 3, das ist jetzt auch nicht so der Oberbringer. Genau, so kommen wir raus. Kehre nach Bright Falls zurück, optional untersuche den vorher gefluteten Bereich. Das haben wir schon gedacht, das wir können da noch weiter. Weg. Schade. Ich muss zurück zu meinem Fall. Ja. Ein Fall für 2. Na, weil das Problem ist. Sind wir hier rausgegangen? Weil eigentlich haben wir ja alles untersucht und normalerweise müsstest du es mir auf der Karte ja anzeigen. Und beim letzten Mal haben sie ja mir den Hinweis eigentlich gegeben, dass es ja jetzt passt. Und wir den optionalen Bereich fertig untersucht haben. Ich glaube, da bin ich nicht lang gegangen. Kann ich aber nicht. Da liegt eine Seite. Volle Breitseite, komm. Das Dunkel. Die Steuerung.
Ja, ungelesen. Das Dunkel greift an. Bailey rannte um die Ecke, als die Straßenlaternen flackerten und erloschen. Es lag vor ihm eine glitzernde Wolke, ein dunkles, kochendes Monster. Sein Anblick fühlte sich an, wie ein Schlaganfall sich anfühlen muss. Ihm war schlecht vor Angst. Er stürzte. Das Dunkel riss ihn mit sich, verschlang ihn, füllte seine Lungen und sein Gehirn mit dunklem Wasser. Herrlich. Bailey sah ein knurrendes Gesicht in der Dunkelheit. Dann erkannte er, dass es sein eigenes Gesicht war. Er knurrte. Er stand auf der Straße in der Dunkelheit und knurrte. Er hat geknurrt, knurrte er. Das Monster war verschwunden, die Dunkelheit wickelte sich in Fetzen und Strähnen um ihn. Er war jetzt das Monster, erfüllt von Wut. Er war jetzt das Monster, erfüllt von Wut, rief er. Ja, tatsächlich. Er war jetzt das Monster. Lockerbazzi, hab's den vergessen, mitnehmen in den Valhalla Rentenverein. Ach, servus. Ja, das war dieser Bereich. Und der nächste folgt sogleich. Ich weiß es noch. Aber normal. Es könnte sein, dass hier noch. Das schaut noch so ein bisschen danach aus, ne? So. Schlungener Pfad nach hinten. Hm. Ah, hier wird die Armbrust. Supi. Ich brauche ein größeres Talisman-Armband. Ja. Ich glaube ja. Kann man da jetzt? Ich weiß nicht. Was ist das? Lighthouse Talisman erhöht die maximale Menge der in einer Lichtzuflucht wiederhergestellten Gesundheit. Ja, nicht schlecht. Okay. Ein Talisman mehr. Wo ist das auf der Karte? Hier, ne? Was war denn noch überflutet? Aber da drüben habe ich ja schon untersucht, ne? Lighthouse Trailer Park. Ansonsten hat es ja keinen überfluteten Ort gegeben, ne? Nicht, dass ich wüsste. Dort sind wir ja lang gegangen, ne? Ich meine, wir könnten ja zurückgehen. Wir haben ja. Muss ja das Ganze ein bisschen in die Länge ziehen, ne? Wir können ja wirklich. Kann ich nochmal schauen. Hier irgendwas sollten wir ja ziemlich erledigt haben, ne? So viel ich weiß, das waren ja dann so viele Hunde, ne, was ich dann abballert habe. Hier war ja auch so ein Rätsel zum Lösen. Es dämmert mir langsam wieder, ja. Das haben wir ja alles erledigt. Ganz gnädig. Naja, ganz war das. Aber den Ding habe ich nicht gefunden, glaube ich, den Talisman. Ah, vielleicht war er ja. Das jetzt?
War dies der Talisman? Das könnte tatsächlich sein. Ich habe mal hier was mit über geschrieben, dass die Kamera dort in die Richtung filmt. Vielleicht war es jetzt die, ich weiß es noch. Mal hier haben wir ja auch tatsächlich die Rätsel gelöst, aber den Talisman nie bekommen. Aha. Ja, toll. Ist nicht so leicht, ne? Haben wir sie wieder reingekommen, ja. Ja. Das Nachladen. Das Nachladen, Alter. Das ist ja. Anbolzen habe ich auch versammelt, weil der sich auf einmal wieder bücken muss, ne? Der Meister bückt dich. Und ich beglück dich. Aber ich komme vor, jetzt habe ich mehr Bolzen als vor. Hat sich gelohnt. Na, den habe ich zum Beispiel. Ja, schon. Der war ja gar nicht so schlecht, ne? Der hat sich ja verdoppelt, ja. Deshalb. Ha. Was so ein Schwein. Doppelt der sich einfach auf. Deshalb was, ja. Den einen habe ich erwischt. Habe ja reingeschossen, die Ladung. Hm. Fand er nicht so schön. Das haben wir schon vorgelesen. Ich schaue nur noch einmal, weil das Optionale halt nicht weggegangen ist. Warum, weiß ich nicht. Das macht mir ein bisschen. Macht mir ein bisschen zu schaffen. Aber wir werden schon sehen. Wenn nicht, ist egal. Schau. Liegt da einfach ein Bolzen. Ja, wisst ihr was? Passt schon. Ich bin hier nicht blöd, also da scheiße ich drauf. Ganz ehrlich jetzt. Da geh ich nicht hin. Ich habe genügend von den Drecksviecher jetzt schon erledigt. Und wenn das Spiel meint, dann muss man jetzt jeden Gegner wieder respawnen und dann soll es mir mal schlagen. Nein, ehrlich, das mag ich nicht. Weil wie gesagt, die Kämpfe spielen sie jetzt hier nicht so fluffig, dass ich sage, boah, das ist so ursinnig geil, auf irgendwas zu ballern, gell? Ich meine, ich will es jetzt nicht kritisieren und das Spiel schlecht machen, es ist sehr lustig. So an sich, die Story ist geil und das, aber das Gunplay und so. Die Leute bewegen sich halt wirklich, ich meine, und ich bin ja nicht der Einzige, der das sagt, ich habe jetzt schon ein paar so Rezessionen gesehen. Das Spiel ist super, aber die Charakter sind wirklich behäbig, gell? Und das ist dann. Jeder Kampf ist halt schon eher Frustration teilweise. Vor allem dann gegen die Superwuffis da. Na, danke. Immer einfach, wir fahren zurück nach Bright Falls, scheiß drauf. Und wir machen ein bisschen mit der Story weiter, schön gemütlich. Hätte ich gesagt, dann passt auch, ne? Sind wir ja alle glücklich und zufrieden dann. Geht ein bisschen was weiter. Man, hier hätte man sowieso das absuchen müssen. Das hat jetzt nicht unbedingt so viel mehr Zeit gekostet, da nochmal nach hinten zu laufen. Im Gegenteil, wir haben sogar noch Munition dadurch aufgefüllt und aufgefrischt. Und fertig. Wie gesagt, ich kann jetzt hier noch einmal schauen, aber hier war ich doch eigentlich jetzt auf jeden Steg rum. Ich war da drüben, ich war bei dem da unten, wo die gequatscht haben. Ich meine, ich schaue noch einmal hin. Vielleicht liegt da tatsächlich was ich übersehen habe. Was mir da ein bisschen komisch vorkommt, dass da frei ist und dann ist da gar nichts. Also die zwei Turteltäubchen, die da immer Gespräche führen, von denen keiner was versteht. Und dass ich da ein paar Schachteln reinschubsen kann. Naja. Das ist das Einzige, was mir ein wenig verwirrend vorkommt hier. Aber auch das überlebe ich.
Na, ist tatsächlich so. Aber schön, wie die Sonne so reinwumst ins Gesicht, dass du da Augenkrebs kriegst. Schön. Schön, schön, schön. Jawohl. Es ist halt so im Leben, man kann nicht alles finden. Cauldron Lake, Bright Falls. Warte mal jetzt. Bin ja nicht ganz blöd. Cauldron Lake. Wie kann ich da herumswitchen bei der Karte? Ja, ich will nicht. Wir haben auch hier. Witch Ladle. Dass ich nicht einfach die Karte switchen kann, Alter. Ich klicke hier drauf, dass das alles so. Ich wollte nämlich schauen, was wir brauchen. Ob wir da einen Bolzenschneider oder Schraubenzieher braucht haben, wie es reinkommen. Aber es ist einfach mir nicht gegönnt. Mir das auf normalen Wege anzuschauen. Karte. So, jetzt kann ich mir den Cauldron Lake anschauen. Unglaublich. Man muss es echt so kompliziert machen. Hier geht mit Schraubenzieher das auf. Das ist beim Flussufer, ja. Aber wir müssen ja hier rüber. Bolzenschneider brauchen wir. Dann, bevor ich den Bolzenschneider nicht habe, gehe ich da dann gar nicht hin. Und dann erledigen wir das in einem Abwasch noch einmal. Dann holen wir da mit den Schraubenzieher den Behälter, da drüben noch den Behälter. Hätte ich gesagt. Und dann können wir nämlich hier den Bolzenschneider ansetzen. Auch wenn das natürlich von Parkplatz aus näher ist. Wenn ich dann überhaupt darüber laufe und das hole. Aber ohne Bolzenschneider geht's eh nicht. Ist es eh sinnlos. Also fahren wir nach Bright Falls zurück. Schauen wir mal, was dort abgeht. Natürlich im Finstern. Wir machen ja alles im Dunkeln, weil warum sollte man nicht einfach, ne, mal schlafen, wenn es finster ist und im Helden Detektiv spielen? Das machen wir natürlich dann, wenn die Gegner stärker sind. Das lohnt sich eher. Warum sollen wir uns den Vorteil erschaffen, tagsüber zu arbeiten? Ne? Wer tut denn sowas? Das ist ja lächerlich. Alan Wake. Alan Wake. Mein Name und Ihre Bücher tauchen auf. Sie tauchen auf. Hab sie gelesen. Es sind Echos meines Lebens darin zu finden. Beinahe, als hätte mich jemand beobachtet. Oh. Die Jagdgruppe, hm? Was geschah mit Alan Wake? Das ungelöste Rätsel. Hätte nie gedacht, sie lebend zu finden. Ah, oh, mir brummt der Schädel. Ich glaube, Sie lieben es, Menschen zu benutzen, Wake. Sich ihrer Leben zu bemächtigen und in ihre Geschichten zu schreiben. Und wenn was schief geht, ist es der perfekte Stoff für die Nächste. Mist! Hab mein Kaffee verschüttet. Das ist ein Traum. Sie sind wohl kein Fan, Agent Casey. Das ist nicht Ihr Spielplatz und ich bin nicht Ihre verdammte Schöpfung. So funktioniert das nicht. Aus nichts kann man nichts machen, selbst im dunklen Ort, wo kaum Regeln gelten. Ist es nicht einfach, Fiktion wahr werden zu lassen? Ich hatte Visionen von dem, was passiert, was passieren wird. Träume. Ich wollte über sie schreiben. Inzwischen ist mir klar, wie gefährlich das ist. Selbst mit sorgfältigster Planung. Ich habe wohl aufgehört. Ich glaube, ich gab auf. Doch es gibt ein Manuskript. Vielleicht habe ich es vergessen. Der dunkle Ort sorgt dafür.
Ich will das nur wieder in Ordnung bringen. Die Version finden, die alles wieder gut macht. Schnauze! Auf den Boden! Das war's mit dem Kaffee. FBI! Wir wollen den Schriftsteller! Niemand sonst muss verletzt werden! Leck mich! Scheiße! Hey! Was tun Sie da? Das ist Gretch! Er ist ganz nah! Unten bleiben! Halt! Ich brauche eine Waffe! Niemals! FBI! Casey! Pass auf! Er kommt! Er ist hier! Da hat er wieder, das ist ja richtig Hilfe. So geil. Er ist hier. Return, viel, keine Chance hier. Au. Was ist denn hier? Ai, ai, ai. So fresh schaut er nicht aus. Was ist das für ein Massaker? Man muss jetzt wieder mit dem... Oh, was zum Teufel? Was hängt da für Gedärms? Halt! Stehen bleiben! Ich konnte aus dem dunklen Ort entkommen. Das Dunkel auch. Scratch. Er war hier in Bright Falls. Der Druck in meinem Kopf war ein Zeichen, dass er hier war. Wurde immer stärker. Solange es im Kopf ist. Warum tötete er mich nicht wie die anderen? Was wollte er? Liebe. Wir haben nichts. Ich muss von hier weg. Ja, toll. Ich muss von hier ja wohin? Du kannst mir den Wald nicht. Wie komm... Hä? Ich... Hallo. Ich möchte mich beschweren, hier ist so dreckig. Also kommt, kann ich bitte mit dem Management sprechen? Das habe ich nicht gebucht. Hallo. Ich musste Casey finden. Hier schreibt in diesem Kampf standen wir auf derselben Seite. Gemeinsam waren wir stärker. Ja, feierlich. Deswegen ist er weggelaufen, weil wir zusammen stärker sind. Logisch. Zusammen sind wir stärker. Deswegen ist er schon weg. Du warst ja da mal überlebt. Ah. Wer überhaupt noch überlebt? Ja, der lebt zum Beispiel nicht mehr. Ah. Das Skinhead. Was hat er davon? Ja, warum haben sie die alle da jetzt niederballert? Kuckuck. Nimm doch wenigstens einen Feuerlöscher oder irgendwas als Waffe. Ich meine, bitte. Da hängt einer beim Fenster. Ich war das nicht. Die Dinge bewegen sich alle. Da sind Geister am Werk. Ich will doch nicht. Der Abfluss. Ich muss mich selbst schützen. Nimm das da vor dir, ja. Du willst es. Eine Waffe und eine Taschenlampe. Nostalgisch. Keine Munition, super. Das stimmt doch gut, ich habe zwei Schuss. Nur nicht einmischen.
Die haben ihre eigenen Probleme. Die sollen das selber ausfechten. Kann man von hinten penetrieren, oder? Ich würde einfach mich ins Auto reinsetzen. Oder das Fahrrad. Nehmen wir doch das Fahrrad und fahren einfach. Ja. Schönes Rennrad, sind wir sicher flott unterwegs. Fahren wir nach Hause. Die Alice, oder wie hieß sie, die wartet sicher schon auf mich. Einfach da hinten durchbrettern. Alter, das klingt alles verkehrt da drin. Das klingt ja nicht, dass wir da wieder kämpfen. Das klingt ja noch so ein Gangbang, oder? Das ist ja. Oh, hey, ich das weiß. Ja, ich kenne mich da aus. Das ist Casey. Er war noch am Leben. Stell dir vor, gerade vorher hast du gesagt, wir sollen uns zusammen tun. Jetzt wundert sich, dass er lebt. Ich wundere mich, warum das da rot ist zum Beispiel. Warum da niemand grillt. Hoppala. Und warum ich jetzt schon wieder mit dir spielen muss, wenn ich doch erst so der Saga umgeswitcht bin, heißt du. Super. Das waren die Kultisten, hinter denen das FBI her war. Ließen sie sich zu Besessenen verwandeln oder machte das Dunkel keinen Unterschied? Im Dunkeln ist gut munkeln, die Lili Lili. Eben Chef, der Herr Dunkel heißt. Also. Ja, dürfte. Könnte ich Munition eventuell haben? Wäre das eine machbare Geschichte oder. Und warum sprechen die jetzt alle Englisch? Das habe ich so nicht gekauft und gebucht. Ja, ich habe keine Munition. Was soll ich kitzeln, Alter? Mit meinem Stuhl da, oder was? Auf, wie halt, ne? Tschüss, Papa! In meinem Kopf war unerträglich. Scratch kam immer näher. Stärker denn je. Ja, ich krieg einfach keine Munition. Ich lauf da jetzt. Was soll ich machen? Casey! Aufpassen! Wer ist es? Ja, leg dir mal hin. Leg dir mal nieder. Scheiße. Der Druck ließ nach. Scratch war weiter weg. Ich konnte wieder klar denken. Casey. Ah. Kann ich mir jetzt hier umschauen? Casey? Oder? Wo sind Sie? Okay, Snockerl. Jetzt sagt der Mike Lockerl. I'm swimming in the rain, ja. Yeah. Wieder mal spannend, ne? Oder Blut erwacht. Aber dass der Regen das nicht rauswascht, gell? Das ist halt ein bisschen traurig. Da kann noch nicht viel Chemie im Regen stecken, ist noch kein saurer Regen. Sonst würde es mir das Hemd wegätzen. Ich schau nur hier noch einmal, ich wollte nur schauen, wie eine Karte, ich habe gar nichts. Mein Plan war eigentlich zu schauen, ob noch eben mehr von diesen. Aber offenbar nicht, gell. Valhalla Nursing Home. Ach, da liegt jetzt an. Jetzt kommen das
Altenheim oder was da? Zu die Wahnsinnigen, zu die Old Gods of Asgard. Oh ja. Was zum Teufel? Ja. Was ist das? Wo ist das hin? Casey, ich komme! Scheiße. Was ist das? Wo ist es hin? Klingeling. Scratch hier, scratch da, wie sonderbar. Der Typ, der ist immer noch ohnmächtig. Sie verstehen nicht! FBC! Unten bleiben! Ziel gefunden. Alan Wake. Agent Anderson. Agent Kieran Estevez, Federal Bureau of Control. Wir übernehmen. Bewusstlos. Halt! Das ist mein Fall. Das ist jetzt keine FBI-Untersuchung mehr. Der Fall wurde an uns übertragen. Was? Das ist Bullshit! Okay. Wir schicken die Beweise und den Papierkram von eurer Außenstelle zu unserer Basis im Sheriffbüro. Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas Relevantes? Der Klicker. Ich kann ihnen nicht vertrauen. Da fällt mir nichts ein. Okay, dann sind sie hier fertig. Hey, gute Arbeit. Moment, mein Partner Agent Casey wird vermisst. Wir suchen nach ihm. Lass meinen Partner, verdammt! Agent? Das war's. Vorsicht mit Wake. Er soll Para-Utilitarier sein. Nein. Scheiß drauf. Was ist er? Ich war kurz davor, Wake den Klicker Veganer? Zu bringen. Veganer? Was? Bin noch nicht fertig. Ich muss Casey finden. Und meine Familie vor dieser Horrorgeschichte retten. Kapitel Ende. Schön. Hab ich gut gemacht. Was? Wir waschen in der Nacht oder naschen oder wachsen? Nice. Wir fahren ein bisschen fort. Aber nicht eine weit. Tafel für das Pflegeheim. Thor, Odin und der Klicker waren auf dem Foto. Vielleicht wissen sie, wie er funktioniert. Ich werde wohl noch meine Familie besuchen dürfen. Freilich. Gerade war da noch eine Brücke. Ist sie das? Ich kenne mich nicht mehr aus. Was ist, wir sind das FBI, jetzt gibt es ja schon das FBC und dann YTT und keine Ahnung. Was kommt denn da noch alles? Oh, ich bin vom FBC. Na, habe ich die Ehre. Ja. Hallo? Saga, ich bin's, Thor. Dein Thor. Großvater. Aha. Wird auch Zeit, dass du mich besuchen kommst, Kleine. Woher wussten Sie, dass ich Sie besuchen werde? Vergiss es. Wir haben größere Probleme. Wir verlieren... Mist! Fick dich, du verdammte Hexe! Scheiße! Find a lady verdammt. Of the land. Irgendwas stimmt nicht in diesem Pflegeheim. Na. Ey, nur dort oder allgemein jetzt, ich meine... Aber wahrscheinlich ist es nur im Pflegeheim. Sonst ist es normal. Wenn ich durch den Wald gehe, sind ja immer Typen mit Hirschmasken, die dann auf alles und jeden ballern. Und ich baller dann natürlich auch zurück. Und völlig normal. Wenn man so spazieren geht. Ah, da kann man schon wieder switchen. Okay, interessant. Sollte man fast, gell? Weil mittlerweile habe ich schon verstanden, man kann immer so mit einem Ding eins fertig spielen. Das Pflegeheim Valhalla.
2014 für Odin und Thor Anderson von den einmaligen Old Gods of Asgard gegründet. Für ihren Lebensabend. Gebaut nach der Comeback-Tour von Return, stellte sich als ihre Abschiedstournee heraus, abgebrochen, abgesagt. Als ihr Agent hatte Barry Wheeler es geschafft, ihnen vorher ein paar Hits zu entlocken. Balan Slays the Demon und ein paar andere. Die alten Männer rockten wie ihre Namensvettern. Die Backstage-Partys liefen aus dem Ruder. Die Luft war voller Rauch. Wheeler blinzelte. Seine Migräne flammte auf. Alkohol und Drogen. Ein Rock'n'Roll-Klischee. Nach jedem Auftritt rannten sie davon. Wheeler ließ sie von den Sicherheitskräften zu den verrücktesten Afterpartys verfolgen. Tja, die wissen doch, wie man feiert, ne? So, wir haben hier auch wieder bei der Falltafel. Na, freilich. Es muss ja irgendwas wieder dazukommen. Kultverstecke. Jetzt zeigt das mal an. Ja. Okay. Also Pflegeheim wohl Haller. Thor war weg, bevor ich nach dem Klicker fragen konnte. Ich muss rausfinden, was er und sein Bruder darüber wissen. Ja. Was ist Thor zugestoßen? Ich hörte eine Schrei, bevor der Anruf unterbrochen wurde. Jetzt Kultverstecke. Watery. Bright Falls. Watery. Das Versteck war kaum versteckt und lag einfach auf dem Pier. Geschichte. Viel später, viel später. Ja, dann halt für später. Kult des Baumes. Aha. Der Ilmo. Du Schwein, ja, haben wir erkannt. Genau, auf das habe ich bei dir gerade eingegangen, die Drechser. Sie verstehen nicht. Ich sah ihn mit meinen eigenen Augen. Zweifellos ist Ilmo im Kult. Aber was ist mit Jakob? Kult zählt, da. Warum wollen sie Wake töten? Was ist ihr Motiv? Handeln sie auf Befehl von Scratch? Maybe. Oder das ist schon die Suppe da, was da so googelt, ne? Was sagt der Schuhkarton? Oh. Ja, wir werden da mal was einlagern müssen. Was ist da draußen so Scheißköter? So dummer Scheißhund. Ich grunze ja die ganze Zeit. Ich bin wahnsinnig. Ich hasse die Viecher so sehr. Und sie quälen mir mit dem. Gerade mit dem müssen sie mir die ganze Zeit auf die Eier gehen, oder? Man mag gar nicht schauen, ehrlich. Mir vergeht schon die Lust. Man hätte das scheiß Vieh nur her. Ja, da müssen wir entlang gehen für die Kultversteck wieder. Ja, wenigstens das noch holen, wenn es ist. Da ist sicher irgendeine Bestie unterwegs. Und spätestens, wenn wir es geöffnet haben, ne? Ja, ja. Und ich glaube, Schrottflintenmunition, das ist richtig traurig. Das ist depressiv.
Noch ein Kultversteck. Na echt? Der Kult des Baumes sieht alles. Ja. Schön. Standard-Gewehr-Munition. Ich hab kein Gewehr. Ich hab kein Gewehr im Revier. Wenn man Glück kommt, gibt's vielleicht wieder. Oh, na, das habe ich nicht gemeint. Cool Rätsel. Ich wollte da drüben ist ein Reim. Ja, ja. Ich wollte immer gekauft auf ein Ding, ne? Für Waffenverbesserung, das habe ich gemeint, ne? So eine Fragmente. Aber natürlich, es gibt den Reim, ne? Ja. Wow. Da kann ich Figuren. Oh, liebste Mutter, darf ich gehen, will spielen und die Sonne sehen. Ich sage, liebste Tochter, dir, die über alles ich so mag. Geh spielen, aber nur am Tag und nur am Waldesrand, doch nie mein Kind spiel an Gestad und Strand. Oh, liebste Mutter, darf ich gehen, will spielen und die Sonne sehen. Am Waldesrand. Kinderpuppe. Okay, ja. Okay. Geil. Gut, dass wir die mitgenommen haben. Tatsächlich. Ja, und... Jetzt soll ich wieder schmecken, wo? Der Talisman wäre. Aber die Kamera, da können wir jetzt schauen, ne? Die Kamera filmt. Ja, das ist natürlich spitze. Das habe ich gebraucht, ja. War richtig toll. Fährt sich einfach um, ja. Man hätte es sein können, dass er dann hier liegt, ne, weißt du. Ja, da schlecht, das ist schon. Die Drecksau. Die Kreatur, die verdammte. Ja, komm nur her, vielleicht auch noch den Weg, du Schwein. Da stich ich dir mit meinen Bolzen rein. Das
Scheiße, Deppa, das Sau, ich hasse die Viecher. Schon wie rennt das feige Schwein. Fahr weg! Dumme Sau, du dreckige. Ich hasse dich. Dich und deine ganze Terrorfamilie. Damit du terrorisiert. Da ist er. Noch ein Talisman. Na ehrlich. Warum hast du eine Talisfrau? So, also ein scheiß Vieh habe ich erledigt. Ja, werde euch alle dezimieren. Ja? Kannst du euch weinen um deinen Bruder? So, meine Freunde, ich würde sagen, mit der Folge lassen wir es sein. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.